Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video, auf das ich mich ganz besonders freue. Denn ich habe die ganzen letzten Tage damit beschäftigt, online nach Dupes zu recherchieren, zu wirklich extrem, extrem teuren Produkten. Und ich bin mir fast sicher, dass wir welche gefunden haben. Und ich bin gespannt, was ihr zu den Produkten sagt. Ich habe echt viele Sachen neu. Manche Sachen kann ich vergleichen, weil ich sie schon getestet habe und kann euch dann direkt ein Fazit dazu geben. Aber ich bin ganz gespannt und ich liebe Dupe-Videos und ich weiß, ihr liebt sie auch. Aber bevor es mit den Make-up-Dupes losgeht, möchte ich euch ganz kurz etwas über den heutigen Sponsor des Videos erzählen. Es ist nämlich Larisé. Ich habe mit Larisé letztes Jahr schon mal zusammengearbeitet und Larisé bietet in ihrem Sortiment 200 individuelle Düfte an. Das sind sogenannte Parfüm-Dupes. Und Dupes bedeutet in dem Fall nicht, dass es eine Kopie ist, sondern dass es dem Originalduft ähnelt. Und ihr wisst wahrscheinlich, ich bin total duftobsessed. Aber die Günstenmaus in mir sagt mir, Girl, 100 Euro, 150 Euro für ein Parfüm, das Geld kann ich in die Videos für euch reinvestieren. Und da bin ich einfach so ein bisschen, ja, Team Günstenmaus-Chefin. Die Düfte gibt es in zwei verschiedenen Flakongrößen, 50 und 100 Milliliter, und die Preise sind wirklich extrem gut. Ich habe auch einen Code für euch, an dem ich nicht selber verdiene, also es ist kein Affiliate-Code. Mit dem Code könnt ihr 20% auf das komplette Sortiment sparen. Und ich möchte euch einfach mal so ein paar meiner Lieblingsdüfte vorstellen, die ich im Original schon besessen habe, aber da ich Larisé schon seit letztem Jahr kenne, ich sie mir nicht mehr im Original gekauft habe, sondern mir einfach gerne die Dupes zulege. Und diesmal habe ich wieder ein paar. Ich habe ein neues Set bekommen, deswegen habe ich, es ist schon ein bisschen was mit draußen. Und das Schöne ist, alle Darmdüfte sind Eau de Parfums, das heißt, sie halten extrem lange. Sie halten genauso lange wie das Original, finde ich, und ich habe ehrlich gesagt, ich merke keinen Unterschied. Ich will euch einfach mal drei meiner Lieblingsdüfte zeigen. Und das ist einmal die 805. Das ist so, oh, es riecht nach warmer Vanille. Ich habe gar kein richtiges Dupe dafür. Es riecht einfach pur nach Vanille. Und wenn ihr mich auf der Straße trefft, rieche ich meistens nach Vanille, weil alles, was ich irgendwie habe, ist mit Vanille. Und das ist tatsächlich wirklich ein sehr, sehr erwachsener und sehr sinnlicher Duft. Ich finde den perfekt für Weihnachten. Und ich habe mich auch wieder für dieses Jahr mit Larisé entschieden, zusammenzuarbeiten, weil ich glaube, dass das sehr, sehr gute Geschenke für Weihnachten sein könnten. Oder vielleicht auch für einen Adventskalender oder so. Weswegen ich euch die Produkte jetzt schon einmal vorstellen möchte. Die 805, fantastisch. Ich schreibe euch auch alles einmal unten in die Infobox. Für eure Männer, wenn ihr wollt, dass eure Männer gut riecht, Mädels oder Jungs. Chanel, blöde Chanel. Das ist von Larisé die 427. Die Flakons sind übrigens auch nicht imitiert davon. Also das ist eine sehr, sehr elegante und schlichte Linie. Und das riecht einfach frisch, das riecht erwachsen, das riecht männlich, aber nicht so schwer. Das ist ein ganz frischer Duft, das ist mein Favorit im Sommer gewesen. Oder wenn ich tagsüber vielleicht so ein bisschen sportlicher aktiv bin, dafür ist das wirklich ein super, super Duft. Und zu guter Letzt für wirklich Team Günstmaus. Ihr wisst, Tom Ford und ich, ne, wir sind schon echt gute Freunde, außer mein Portemonnaie. Und Larisé hat eine Eigenkreation entwickelt, die mir besser gefällt als das Tom Ford, was ähnlich riecht. Also ich würde das gar nicht als Typ bezeichnen, sondern das ist wirklich eine Eigenkreation von Larisé. Das ist Oud de Larisé. Und das riecht so ein bisschen herber, ein bisschen holziger, sehr, sehr herbstlich, sehr winterlich. Das ist ein sehr intensiver Abendduft. Finde ich, ist ein guter Unisex-Duft. Ich würde es fast sagen für eure Männer vielleicht. Aber wenn ihr so ein bisschen auf diese orientalischen Düfte steht, ist das fantastisch. Ihr werdet das nicht bereuen. Es gibt mehr als 200 Düfte im Larisé-Sortiment. Also es ist eigentlich jeder Duft als Dupe mit dabei. Und was richtig, richtig cool ist, es gibt sogar online einen Duftchat auf der Website oder ein WhatsApp-Chat oder auf Facebook. Da könnt ihr euch nämlich beraten lassen. Da könnt ihr schreiben, hey, ich mag gerne Chanel, blöde Chanel. Was könnt ihr mir da empfehlen? Und Larisé hilft euch dann und berät euch dann und zeigt euch die richtigen Dupes. Und das Coole bei diesem Chat ist, selbst wenn der Chat als offline angezeigt ist, könnt ihr dort reinschreiben und ihr bekommt direkt die Nummer für das Larisé Pendant. Ich bin richtig begeistert. Ich habe nur noch Duft-Dupes von Larisé bei mir zu Hause, weil ich es einfach nicht einsehe, so viel Geld auszugeben. Und ich bin da halt einfach Team Günstmaus.
aus. Ich weiß, ihr findet sowas auch immer cool. Deswegen freue ich mich, wenn ihr einmal bei Larisee vorbeischaut. Mit dem Code könnt ihr 20% sparen. Und ja, Freunde, ich bin ganz gespannt, was ihr dazu sagt. Ihr werdet es definitiv nicht bereuen. Es sieht clean aus, es riecht fantastisch. Und so ein guter Duft im Herbst. Ich finde, Herbst ist eh so ein bisschen in die Duftrichtung. Vielen Dank an Larisee, dass ihr mich in diesem Video unterstützt habt. Und jetzt geht es weiter mit den Make-up-Dupes. Freunde, ihr wisst, Make-up-Dupes und ich, ne? Wir sind so. Aber diesmal habe ich mir wirklich im Internet Fakten auf den Tisch legen lassen. Und Fakten im Internet, ne? Aber ich wollte einfach mal sehen, was sagen andere Leute, was Dupe sein könnten. Ich habe nicht alle Originalprodukte hier. Wenn ihr wollt, dass ich sie mir zulege und ungefähr 500€ in Originalprodukte investiere, lasst mich das gerne einmal in den Kommentaren wissen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert und das Video mit euren Liebsten teilt. Das hilft mir tatsächlich am meisten. Ich habe meine Hautpflege schon ein bisschen länger jetzt drauf. Ich habe den Look übrigens mit meiner eigenen Palette geschminkt. Das heißt, ihr könnt ihn gerne nachschminken. Ich habe einfach zwei verschiedene Farben benutzt. Einmal die Farbe Subtle, Bossy und dann als Topper die Farbe Limone. Ein sehr, sehr intensiver Look. Ich liebe das. Dieses ist so ein bisschen herbstlich, aber trotzdem Pop of Color. Wow. Okay, das erste Produkt, was ich benutzen möchte, ist tatsächlich eine Foundation. Und ich hatte die schon mal und ich dachte mir, Mensch, die ist eigentlich ganz gut. Ich habe sie mir jetzt nochmal in einer anderen Farbe gekauft, dass es heute auch endlich mal passt. Und zwar ist das von Maybelline, die Fit Me Luminous & Smooth Foundation. Die ist für normale bis trockene Haut und die hat Vitamin E mit drin. Ich habe sie jetzt hier in der Farbe 250 Sun Beige und 120, ich mische mir das Ganze so ein bisschen. Und die soll tatsächlich einfach ein 1:1 Dupe sein zu einer, Achtung, Tom Ford Foundation. Und das Original ist von Tom Ford die Traceless Foundation. Die kostet ungefähr $78, 80 Euro. Also eine Menge Geld. Und wir benutzen die jetzt einfach. Ich habe sie, wie gesagt, schon mal benutzt. Ich weiß, viele von euch mögen die auch. Ich mische mir das jetzt einfach mal so ein bisschen hin. Ich weiß nicht, wie die Farbe aussehen soll. Sieht auf jeden Fall vielversprechend aus. Das gebe ich hier. Freunde. Was sagt ihr zu meinem Color Match? Ich benutze übrigens dazu wieder meinen Schwamm. Und kleiner Tipp dazu, wenn ihr den Abend schon nass macht, dann ist der am nächsten Tag so, dass er... Ich mag ihn dann fast am liebsten. Ich wasche ihn an, abends einfach ab und dann gehe ich morgens mit dem in die Foundation rein und ihr könnt damit wirklich gut die Foundation einarbeiten. Er wird dann nicht so groß. Das heißt also, ihr habt ein bisschen mehr Kontrolle über euren Schwamm, über den Auftrag eurer Foundation. Aber die Foundation, Freunde, ist fantastisch. Also, ja, farblich mal ist ein bisschen dunkel, ne? Wie oft hatten wir es auf diesem Kanal schon, dass eine Foundation zu dunkel ist? Aber wir passen das Ganze selbstverständlich auch gleich an. Also, ich wollte tatsächlich mir schon die Tom Ford Foundation kaufen, weil ich mal ein Video machen wollte mit ich teste die teuerste Foundation bei Douglas. Falls ihr das wollt, schreibt es mir gerne in die Kommentare, dann mache ich das natürlich für euch. Aber 80 Euro für eine Foundation ist halt einfach wirklich eine Menge, ne? Ein gutes Drogerie-Dupe dazu finden. Und deswegen passt das hier auch alles so in dieses Video zusammen mit Larisee. Es gibt einfach gute Alternativen in der Drogerie. Und dafür stehe ich ja auch so ein bisschen mit meinem Kanal. Dafür bin ich so ein bisschen bekannt, dass ich einfach günstige Alternativen für Team Günstnerhaus zeige. Und Team Günstnerhaus heißt ja nicht, dass wir alle High-End verabscheuen, sondern wir wollen einfach unser Geld zusammenhalten. Spare bei Zeiten, dann hast du in der Not, würde meine Oma sagen. Foundation sieht wirklich, wirklich gut aus. Also das ist ein sehr, sehr leuchtendes Finish. Ich habe auch wirklich nur ganz wenig jetzt gebraucht, ne? Also sehr, sehr natürlich. Die hält wirklich, wirklich gut. Ich mag sie total gerne im Alltag, wenn ich so einen etwas leichteren Make-up-Tag haben möchte. Also nicht so dieses Full-on Huda Beauty Cakeless Foundation oder Cakeful, keine Ahnung, wie die heißt. Also ein cakey Finish. Falls ihr irgendwo noch rosa Stellen in meinem Gesicht seht oder rote Stellen, zum Beispiel in meinem Hals. Ich habe mich gestern für euch, also für dieses Video, komplett rosa angemalt. Schaut da mal bei Instagram vorbei. Es war ein Krampf. Ich habe immer noch rosane Ohren. Foundation wirklich fantastisch. Gefällt mir super, super gut. Ich komme ein Stückchen daran, damit ihr das alles sehen könnt. Und wir kommen zum Concealer, Freunde. Und da habe ich, das fand ich auch ganz spannend, von Rival Loves Me den Color Correcting Concealer. Den habe ich noch nie gesehen. Leider ist das die dunkelste Farbe, ne? Also es könnte wirklich ein bisschen hell sein. Und der soll ein Dupe zu dem Urban Decay Stay Naked Concealer sein. Den habe ich persönlich noch nie probiert. Falls ihr Erfahrung mit den originalen Produkten habt, könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Das Füßchen ist so ein bisschen abgeflachter. Ach, aber so hell ist es gar nicht.
In dem Beitrag, den ich gelesen habe, habe ich übrigens auch gelesen, dass der ihr sogar besser gefallen hat als der von Urban Decay, weil der so ein bisschen cremiger sein soll und nicht so matt runtertrocknen soll, obwohl der wasserfest ist, im Gegenzug zu dem von Urban Decay. Ich habe den von Urban Decay tatsächlich einfach noch nicht getestet. Irgendwie ging das so ein bisschen an mir vorbei. Aber der hat 1,99 gekostet. Und ich finde, so manchmal ist das ganz gut, wenn man einfach diese günstigen Produkte, wenn sie gut sind, einfach auch mal getestet hat, weil save your coin. Ich blende mir das Ganze einmal mit meinem Schwamm ein. Ich finde, damit geht es einfach immer am besten, Concealer einzuarbeiten. Und farblich ist der ganz nett. Ich bin gerade so ein bisschen überrascht von der Deckkraft. Also damit habe ich nicht gerechnet, dass der doch so eine gute Deckkraft hat. Also ich sehe ja schon, wenn ich hier so ein bisschen einblende, dass das nicht alles in meinem Schwamm landet, sondern er wirklich creamy aussieht. 1,99? Seht ihr, also ihr seht immer noch den Glow. Natürlich ein Teil von der Foundation, aber dafür, dass der wasserfest sein soll, sieht er wirklich, wirklich gut aus. Ich bin gespannt, wie sich das Ganze mit dem Puder verhält. Und da fand ich auch ganz spannend, das ist nämlich auch von Maybelline. Maybelline ist hier so Dupe-Meister heute. Das Fit Me Matte and Poreless Puder. Das habe ich jetzt in der Farbe 130. Auch das gibt es in vielen verschiedenen Farben. Und dreimal dürft ihr raten, zu was das ein Dupe sein soll. Angeblich zu dem Charlotte Tilbury Airbrush Flawless Finish Skin Perfecting Micro Powder. Ihr seht, ich habe es wirklich fast aufgebraucht. Ich habe mir das jetzt aber ein bisschen dunkler gekauft. Also wie gesagt, das ist jetzt die 130. Das war das Dunkelste, was es bei mir im Rossmann gab. Und ich nehme dazu einen Pinsel. Das ist der von Letizia. Ich arbeite gerade auch, vielleicht habt ihr das schon gesehen, ich weiß es noch nicht, an einem Video in Zusammenarbeit mit Letizia. Gehe hier einfach so ein bisschen rein, staubt ein bisschen, ich schaue nach oben und sette damit einfach so ein bisschen den Concealer. Ich probiere im Moment weniger zu baken, weil ich finde, dass das halt, wenn ich so Glowy Foundations trage, es macht den Sinn von Glowy Foundations einfach weg. Und mit so einem fluffigen Pinsel geht das sehr gut und wow. Eine neue Lieblings-Make-up-Routine hier heute. Gebe mir einfach das Puder so ein bisschen überall grob mit drauf. Ich will mir den ganzen Glow halt nicht wegnehmen, aber ihr könnt das wirklich gut hier unten zum Setten benutzen. Es hat so ganz leicht Deckkraft, aber es hat jetzt nicht, finde ich, den Concealer maßgeblich verdunkelt. Es gibt ja so manchmal Puder, wo man am Ende dann so einfach orange unter den Augen ist. Das habe ich jetzt nicht. Ich bin echt begeistert gerade. Ich nehme jetzt mal die spitze Kante hier und gehe ich hier einfach so ein bisschen runter und damit könnt ihr natürlich auch baken. Fantastisch. Okay, ihr könnt mir gerne jetzt mal in die Kommentare schreiben, wie euch das Ergebnis bis jetzt gefällt. Ich muss sagen, für, was hat das jetzt gekostet? 5, 7, 15 €. She's amazing. Weiter geht es mit einem Puder von Essence und das ist der The Highlighter. Und der soll ein Dupe zu dem Hourglass Ambient Lighting Puder sein, was so all over the face gemacht werden kann für so einen Glow. Ich finde tatsächlich, dass das ein gutes Dupe zu unserem guten Freund Jeffree Star ist. Der hat nämlich das Puder, was ich gerne mag eigentlich, als Luminous-Version rausgebracht. Also es ist im Prinzip wie so ein Highlighting-Puder, aber nicht so krass. Und das hier ist einfach die gepresste Version. Und wenn wir das mit einem, das habe ich schon oft gemacht, mit einem fluffigen Pinsel hier einfach rübergehen, können wir uns all over, also komplett im gesamten Gesicht, so ein Glow geben und das sieht einfach so frisch aus. Das ist ein Highlighter, der ist aber nicht so intensiv. Als Setting-Puder, ihr seht es sofort so als Topper, ne? Und ihr kriegt dadurch diesen extremen Glow hin. Also vielleicht sollte man das nicht hier im Porenbereich auftragen, aber so auf der Stirn ist das fantastisch. Sieht aus, als hätte ich meine Foundation nicht gesettet. Und das ist genau das, was ich mag. Dieses nicht gesettete, dieses, dass man sieht, dass die Haut ist so prall und saftig und frisch. Des Weiteren gibt es von Rival Loves Me den On Fleek Bronzer. Und auch der soll ein Dupe zum Hourglass Bronzer sein. Ich bezweifle das, aber wir probieren es aus. Der ist halt einfach extrem rot. Ihr seht es, glaube ich, ne? Ich habe echt ein bisschen Schiss. Ich bin ganz, ganz vorsichtig jetzt damit, weil ich weiß, das wird mein Make-up versauen. Liegt ja immer so ein bisschen im Auge des Betrachters. Ich nehme einen großen, fluffigen Pinsel, gehe nur einmal rein, klopfe ab und dann. Genau, das meinte ich. Also, wenn ihr dunkler seid, also wirklich dunkler als ich, dann könnte das gut funktionieren für euch vielleicht. Ich glaube, dass es für mich einfach die falsche Farbe ist. Ich finde den zu warm, aber der Effekt ist
wirklich, wirklich schön. Ihr seht, es hat auf jeden Fall so einen leichten Glow mitgebracht. Weiß ich nicht. Weiter geht es mit einem Produkt von Max Factor. Ich habe mit Max Factor eigentlich noch nie so wirklich viel zu tun gehabt, aber auch das soll ein Dupe zu einem Hourglass-Produkt sein. Und das ist von Max Factor die Farbe 25 Alluring Rose. Das ist ein Blush und ihr wisst, ich liebe Blushes und Blush kann nicht genug sein. Das ist eine ganz spannende Farbe, denn ich finde, sie ist so ein bisschen gräulich, hat aber so einen leichten Schimmer drauf und wenn man das so auf der Hand sieht, dann sieht man schon, dass das so ein bisschen in so eine alte Rose geht. Ich lade meinen Pinsel einmal gut auf und ihr seht, das ist wie so ein gebackener Highlighter. Und das setze ich mir einfach hier mit drauf. Ja, der ist nicht ganz so pigmentiert, aber dadurch kann man ihn halt ein bisschen besser platzieren und so ein bisschen aufbauen. Ich finde, das ist bei Blush gar nicht schlecht. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr dazu Blush steht. Wollt ihr, dass das sitzt und ihr dann verblenden müsst oder wollt ihr lieber aufbauen bei Blush? Das ist eine ganz, ganz interessante Sache. Liebe die Base gerade viel zu sehr. Das ist unglaublich. Für meine Lippen habe ich einen Maybelline Superstay Matte Ink ausgesucht in der Farbe Seductress und das soll ein Dupe zu einem Fenty-Produkt sein. Ich habe das Original tatsächlich auch hier. Das ist nämlich von Fenty die Farbe Uncuffed. Ich mag die Stunner Lip Paints extrem gerne. Ich trage mir die Originalfarbe einmal oben auf. Bitte nicht vorsichtig. Und unten von Maybelline. Okay, bin ich mir sicher, dass das dieselbe Farbe war? Also, ich bin ehrlich mit euch, mir gefällt die Farbe von Maybelline noch ein bisschen besser. Sie sind schon ähnlich, vielleicht täusche ich mich aber auch gerade. War es vielleicht eine andere Farbe? Mir gefällt die Farbe von Maybelline tatsächlich besser. Es ist eine sehr, sehr schöne nudefarbene Farbe. Aber ihr könnt mir gerne mal schreiben, welche Farbe euch da besser gefällt. Und das sind die Produkte gewesen, die als Dupes bezeichnet wurden. Egal, ob es am Ende Dupes sind oder nicht, die Produkte sind fantastisch. Und das ist immer das Schöne an diesen Videos. Man lernt einfach neue Produkte kennen. Egal, ob es Dupes wirklich sind am Ende, das kann man auch nur sehen, wenn man 1:1 guckt, ob das wirklich identisch aussieht. Aber ich bin gespannt, was ihr zu dieser Base, zu den Produkten sagt. Lasst mir dazu gerne ein Feedback unten und schreibt mir gerne eure liebsten Dupes unten rein. Kleine Erinnerung zum Ende, schaut unbedingt bei Larisé vorbei. Mein Favorit für euch Mädels, die 805, für eure Männer, die 427 oder die 490. Mit dem Code könnt ihr ein bisschen sparen. Vielen Dank für eure Unterstützung und ich würde vorschlagen, wir sehen uns beim neuen Video hier auf meinem Kanal wieder. Passt auf euch auf!